Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 4. So, wir wollten ja jetzt das Schwert für die Finch Farm holen. Das heißt, wir gehen jetzt hier in die Schmiede. Ja, war das eine Schmiede? Hinein und werden uns jetzt hier gleich mal ein bisschen unbeliebt machen. Oha, was hält der aus? Okay. Danke, mysteriöser Fremder. Ja, geh mal vor. Okay. Da haben wir den nächsten. Alter, was der aushält. Nochmal kritisch hinterher. Oha. Muss mal kurz nachladen. Gewaltprotokolle aktiviert. Wir müssen hier arg vorsichtig sein. Okay. Da hinten haben wir ihn. Jawohl. Oh, da ist noch einer. An den komme ich so nicht ran. Wow. Du bist ganz schön gut im Schießen, Kollege. Sehr, sehr gut. Jawohl. Eine Gehirnerschütterung haben. Ich sehe schon Geister. Ja, die Geister, die siehst du wirklich. Ist keine Gehirnerschütterung. Bin ein Geist. Buhuhu. Nee? Kauft mir keiner ab? Okay. Jetzt gehen wir hier erstmal schön durch. Oh, leere Bierflaschen. Die könnten wir uns dann gleich nochmal auffüllen. Bei der Finch Farm. Teleportier dich in mein Herz hinein hier. Meine Güte, habe ich mich jetzt erschrocken. Oh. Hier war eigentlich eine dicke, fette Falle. Na gut. Ich denke mal, jetzt haben wir genug. Jetzt werden wir erstmal Ada. Psst. Ja, was für eine. Was? Jetzt habe ich sie nicht ausreden lassen. Ich denke mal, die Flammenwerfer sind jetzt so mega schwer. Geben wir dir jetzt erstmal das, was wir nicht brauchen. Wie, Ada? Du kannst jetzt schon nichts mehr tragen? Oha. Was ist denn heute mit dir los? Sinnlose Verschwendung von funktionstüchtiger Technologie. Ja. Ob die noch funktioniert, die Schmiede, weiß ich nicht. Das werden wir vielleicht aber auch nicht so wirklich erfahren. Gut, hier ist keiner. Ist die Frage, bleiben wir jetzt hier und gucken uns hier jetzt nochmal genauer um? Ich denke mal schon, oder? Benötigt Terminal. Mhm. Aber bevor wir jetzt das Terminal anschmeißen. Aha, da oben. Und so wie es aussah, hat er uns sogar schon gesehen. Gut. Was zum Teufel war das? Auch nichts. Ich nehme nur eure Krimselkramsel auseinander. Mehrzweckprotektron. Mal gucken, ob wir den gleich hacken können. Geschafft. Dann könnten wir uns vielleicht einen kleinen Verbündeten hier noch schaffen. Das klug wäre. Ja, lass mich da. Au! Ada, du stehst da total im Weg.
Okay, machen wir kurz die Tür zu. Na, was ist das jetzt? Ich nehme erstmal was zu essen. Schade, das macht keine TP, sonst hätte ich jetzt ein bisschen was getrunken. An Werten Fleisch. Ach Quatsch, an Fleisch sage ich schon, an Tee. War jetzt gerade nur ein Gedanken, was man jetzt am besten jetzt dagegen isst. Aber ich denke mal, wir sind hier mit Meyerlurk definitiv voll. Zeit, das zu Ende zu bringen. Ja, dann schieß doch. So, ich weiß ja nicht, was das hier aktiviert hat. Ah, da oben die Granaten. Keine Angst, Sir. Wir werden siegen. Jetzt würde ich mich mal interessieren. Schade, ich kann sie nicht anvisieren. Geht das jetzt? Gut, wir versuchen jetzt mal das Terminal zu hacken. Rose, Hass, Frog, Life, Guns und Face. Face hat einen Treffer. Könnte Rose geschafft sein? Jawohl. So, Einheit aktivieren. Aktivierung Protektron zu Diensten. Greife feindliches Ziel an. Hast du verpisst, was? In Baustellenbereich. Besteht Helmpflicht. Bitte setzen Sie Ihren Helm auf. Ich hab meinen Helm auf. Nein, nein, es ist nichts. Ich habe sogar den gepanzerten Helm auf, der sogar Kugeln widersteht. Na gut, gucken wir uns jetzt hier erstmal weiter um. Ah, von hier aus kommen wir da rüber. Nee, entkommen sind sie nicht. Ah, du erwischst mich aber nicht. Deswegen kann ich auch nicht sterben. So. Laden wir mal kurz nach. Das gefällt mir nicht. Ja, mir auch nicht. Deswegen gibt's jetzt hier schön einen auf den Oberkopf. Boah, halten die was aus. Na, Ada, viel Spaß. Nö. Ich gebe Ihnen Deckung, jetzt gehörst du mir, Würstchen. Dank dir, Ada. Da ist eine Mine. Da haben wir den geschmiedet. Okay. Soweit, so gut. Hier scheint alles ruhig zu sein. Ach, da hinten ist ein Tower. An den ich nicht richtig rankomme. So, jetzt aber. Jetzt. Ah, ich treffe nicht richtig. Ja, dann helf doch mal, Mensch. Gut. Weil ich hätte schon gern die ganzen Bierflaschen und so hier. Weil da können wir uns da schön was zu trinken draus machen. So, hier wird es wieder nach unten gehen. Dann gehen wir auch mal nach unten. Müssen nur aufpassen. Gehen wir mal hier hinten zu den kleinen schönen Tower. Was wir hier so Schönes haben. Auf jeden Fall eine Power-Rüstungsstation. Mhm. Ja, warum denn nicht?
Und ansonsten geht's hier nur noch hoch. Sargus Hochofen. Aha. Und hier können wir wieder raus ins Commonwealth. Gut. Nehmen wir uns erstmal alles mit und gucken uns jetzt hier nochmal ein bisschen weiter um. Ich glaube noch nicht, dass das hier alles war. Hier geht es nämlich noch weiter runter. Oder auch nicht. Weil wir den Typen mit dem Schwertchen noch nicht weiter gefunden. Okay, Stimpak. Essen haben wir hier auch. Wir könnten hier auch die ganzen Sachen ein bisschen auseinandernehmen. Ich glaube, das wäre sehr begrüßenswert. Ada würde uns das ein bisschen danken. Wenn wir das... Ne, was haben wir denn da drin? Ein paar Steaks. Und haufenweise leere Glasflaschen. Entdeckt. Entdeckt durch wen? Durch was? Muss ja hier unten noch jemand rumeiern. Kann ich mir ja sonst nicht anders vorstellen. Ihr Geschmiedeten hier vielleicht? Ne? Bestimmt durch den Protektron auf der anderen Seite. Das könnte ich mir jetzt natürlich noch vorstellen. Boah, hier sind sogar noch 4 Fusionskerne drin gewesen. Holy Macaroni. Ja, ich denke mal, wir werden vom Protektron auf der anderen Seite gesehen. Gut, jetzt sind wir sowieso zu schwer. Das bedeutet, so viel wie wir gehen kurz, ne, nach oben, versuchen mal die ganzen Waffen kaputt zu machen. In der Hoffnung, dass Ada dann halt auch mit mehr tragen kann. Ich laufe hier verkehrt. So, einmal noch hier hoch, gleich geschafft. Halt, die Bierflasche nehmen wir noch mit. So, hier sind wir jetzt soweit sicher. Das heißt, wir können mal kurz aussteigen. Ada? Wo bist du? Ada? Ach, die tigert noch da unten rum. Das ist natürlich jetzt sehr günstig, Ada, dass du jetzt da unten rum tigerst. Hey! Ja, ich hoffe, sie finden, was sie suchen. Ja, das hoffe ich auch. So, wir nehmen uns jetzt einfach mal alles mit. Und gehen mal so viel zu zerdeppern wie möglich. Weil dann werden einige Gegenstände ja auch deutlich leichter. Heißt, wir hauen hier jetzt alles kaputt, was nicht nied- und nagelfest ist. Was wir eigentlich auch überhaupt nicht brauchen. So, das waren jetzt die Waffen. Dann gehen wir jetzt nochmal zur Rüstung. Na, das war ja jetzt nicht so viel. So, und jetzt nochmal zu dir, Ada. Eierst du hier unten noch rum? Ja. Hey. Jo, so, dann wollen wir dir mal erstmal Munition andrehen. Ich denke mal, das wäre besser, wenn wir dir erstmal recht viel Munition in die Hand drücken. So, sind wir bei 400 und jetzt können wir dir noch Schrott geben. Mal gucken, ob es reicht, ob wir auf 300 runterkommen. Oder nicht. 370. Boah. Okay.
Okay, bis jetzt konnte sie sehr viel tragen. Hilfsmittel wollte ich dir jetzt nicht geben. Dann geben wir dir hier nochmal ein bisschen so Rüstung. Okay, jetzt kann sie scheinbar nichts mehr tragen. Und wir sind sogar recht runtergekommen. Ja, ich denke mal, die Flammenwerfer haben einfach zu viel gewogen. Aber jetzt mit der Power Armor haben wir jetzt gut wieder fast 400. Und das dürfte jetzt auch passen. Na gut, dann gehen wir jetzt mal da oben ein bisschen Remi-Demi machen. Wir haben aber kein Wasser mehr. Das heißt, wir nehmen uns jetzt mal das schmutzige Wasser. Was nicht funktioniert. Okay. Das ist schlecht. Dann essen wir mal kurz hier noch was gegen. Damit wir auch wieder ein bisschen hoch regenerieren. Ich würde jetzt gerne speichern, geht aber nicht. Also, let's go. Mal gucken, ob wir das Messerchen kriegen. Messer? Schwert? Hilfe! Wenn er versucht abzuhauen, töte ihn. Du musst ziemlich stark sein, wenn du es hierher geschafft hast. Wer bist du denn überhaupt? Ich bin Slack. Und wir sind die Geschmiedeten. Und du? Du bist jemand mit Mumm. Das gefällt mir. Siehst du, Jake? Hier ist jemand, der meine Zeit wirklich wert sein könnte. Nicht wie du. Aber werden mich töten. Ich hab dir alles gebracht, was du wolltest. Dinge von deiner Familie zu stehlen, beweist nicht deine Stärke, Junge. Allerdings könntest du mit diesem wunderbaren Schwert, das du mir gebracht hast, noch eine letzte Chance erhalten. Töte den Gefangenen und zeig mir, dass du doch zu was Nütze bist. Du hast gesagt, wir würden Überfälle außerhalb des Commonwealth durchführen. Die Leute sind keine Gefahr für uns. Zeig mir, dass du töten kannst. Entweder du oder er. Oh Gott, was soll ich tun? Bitte, lass mich gehen. Was wirst du tun, Jake? Geh weg, Jake. Das musst du nicht tun. Zeig mir, dass du es wert bist, geschmiedet zu werden. Ich will nicht zu den Geschmieden. Ich will nur nach Hause. Letzte Chance, Jake. Alter, der wird viel aushalten. Der hat einen Flammenwerfer bei. Der zielt mit irgendwas auf uns. Der hat eigentlich nur einen Stock. Der hat ein Schwert. Ich hoffe, das klappt jetzt. Du hast auf jeden Fall eine Pistole. Ich denke mal, wir sollten... Komm, wir hauen als erstes den hier weg. Okay, wer schießt jetzt? Der da oben. Na. Ah. Gut, und nochmal. So, Slack schießt noch. Der Geschmiedete da oben, den kriege ich nicht so richtig. Ah, oh, irgendjemand hat ihn mir aus der Schusslinie gezogen. Komm an den da oben nicht ran. Na gut, dann probieren wir es mal bei dir. Und nochmal. Und der nächste war daneben. Und du hör auf, Molotovs zu schmeißen. Da kommt noch einer. Okay, soweit so gut. Probieren wir es nochmal auf den Arm. Du hast es hier mit Kampfmaschinen zu tun. Was? Ich soll anständig zielen? Ich Anfänger? Dankeschön, mysteriöser Fremde.
Danke. Leider hat es der Siedler nicht geschafft. Schade. Hallo. Warte, warte. Tut mir leid, ich hab's vermasselt. Ich war in Panik. Was hast du überhaupt an den Typen gemacht? Ich wollte... Ich dachte, wir würden Überfälle außerhalb des Commonwealth durchführen. Und ich könnte für meine Familie sorgen. Ich weiß es nicht. Gott, mein Vater hat recht. Ich bin so ein Idiot. Ich sollte wohl versuchen, zu Hause alles ins Reine zu bringen. Ich hab zwar kein Recht, dich darum zu bitten. Aber wenn du mir beim Erklären hilfst, dürfte es mit meinem Vater einfacher laufen. Wenn du ihm das Schwert meines Urgroßvaters bringst, wird sich das für dich lohnen. Er versucht immer fair zu sein. Ich warte an der Überführung in der Nähe der Farm. Okay. Dann werden wir uns jetzt hier aber erstmal durchfarmen. Weil der Typ hat ja da oben eine schöne Powerrüstung angehabt. Ja. Dönermesser. Ach. Okay, dann schneiden wir demnächst mal ein paar Döner. Warum dann auch nicht? Ach, das ist das Schwert für die... Ja, ich verstehe schon. Das ist also das Schwert, was die zurückhaben wollen. Ah, ein bisschen schade, dass wir es dann nicht haben dürfen. Aber gut, wir brauchen ja sowieso eigentlich keine Nahkampfwaffen. Also hilft uns das ja auch nicht wirklich. Slugs Terminal, Einsteiger. Wofür? Wollen wir mal gucken. Einsteiger kriegen wir ja sicherlich easy hin. Ich würde mal Sam ausprobieren. Okay, damit fällt Gray weg. Und Just. Dann probieren wir mal Wild. Wild auch nicht. Okay. So fällt Rod auch weg. Sollen wir nur noch Skin und Pace. Probieren wir erstmal Pace. Ein Treffer. Das heißt, es kann auch nicht Skin sein. Hä? Dann kann es ja nur noch Por sein. Cool. Ja. Schwach, Fortschritt, Material, Jake, Korvaga. Schwach. Bisher nur schwache Rekruten. Sie zerbrechen, anstatt immer schärfer zu werden. Müssen Operationen im Commonwealth aufgeben, wenn wir nicht bald bessere Leute finden. Fortschritt. Hab ein paar Nachbarn getroffen. Nennen sich selbst die Gunner. Stärker. Scharfsinniger, hab ein paar dazu überredet, den Test zu machen. Haben bestanden, jetzt sind sie Geschmiedete. Ihre Anführer waren davon nicht sonderlich begeistert. Es gab etwas Blutvergießen. Aber als sie bemerkt haben, wie entschlossen wir sind, haben sie sich für Verhandlungen entschieden. Klug von ihnen. Jetzt gehen die Geschichten rum von der Gang, die die Gunner besiegt hat. Jede Menge neue Rekruten. Scheint... als würden wir doch im Commonwealth bleiben. Material. Die Schrottlieferungen aus Dunwich Bros sind ausgeblieben. Hab Bedlam losgeschickt, um den Maden Feuer unterm Arsch zu machen. Und Jake, ein weiterer unvollkommener Kandidat, versucht sich seinen Weg hinein zu erkaufen. Aber die Klinge, die er mitgebracht hat, ist beeindruckend. Ich lasse ihn den Test machen. Wenn er versagt, habe ich trotzdem etwas davon. Korvega. Jared und seine Crew sind tot. Keine große Überraschung. Wahrscheinlich war ich nicht mal nüchtern genug, um in den Kampf zu genießen. Okay. Ja, Slug. Ne? Ja, jetzt schiebt mich hier nicht runter. Werte Ada. Und wir sind schon wieder zu schwer. Na gut. Das werden wir noch durchstehen, das kleine Stück. Huch, den Hammer wollte ich gerne mithaben. Dann gehen wir jetzt mal wieder raus. Gehen mal zur Finch Farm rüber. Vielleicht schließen sie sich jetzt uns auch an.
Aber wir gehen jetzt oben raus, statt unten. Lassen wir den Automatron unten sein. Vielleicht hat er auch nur wieder Fusionskerne. Wovon wir schon wieder 4 Stück gefunden haben. Also bis jetzt Fusionskernmangel nicht wirklich. So, hier draußen haben wir aber auch noch ein paar Leichen. Die nehmen wir uns jetzt natürlich auch zur Rande. Und dann würde ich auch meinen, werden wir uns auch definitiv einen Vertibird besorgen, der uns nach Hause schleppt. Aber gucken wir uns erstmal hier oben nochmal ein bisschen um. Aua. Ja, so wie es aussieht, gibt es hier aber nicht viel zum Umgucken. Na gut. Dann hüpfen wir jetzt hier mal langsam runter. Gunner, legendärer Gunner, eine Splittermine, Sergeant Gunner und ihr schießt auf Brahms. Und da vorne ist auch noch eine Mine, da wäre ich ja beinahe drauf getreten. Oh oh, 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 wir gehen nochmal ein deutliches Stück zurück. Und natürlich passiert das jetzt. Aua, 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 ich möchte mich nur mal kurz in Sicherheit stellen. Und mal meine Ausdauer aufladen. Okay, ein Gunner Sergeant ist runtergekracht. Den kriegen wir nicht ins Lock. Ah, es hat natürlich nicht geklappt. Wow. Muss ein bisschen aufpassen. Na, treffen tun wir ihn nicht wirklich gut. Na gut, probieren wir es noch weiter. Total daneben. Auch nicht wirklich besser. Das ist jetzt ein kleines bisschen ein Problem. Da wir die nicht wirklich... Durch was ist der jetzt gestorben? Okay, gut, da ist da jetzt einer gestorben. Ich hoffe durch Ada. Na komm schon. Viel hast du doch nicht mehr. Okay, soweit so gut. Bram, Bram. Irgendjemand schießt doch hier noch auf mich. Du das gewesen? Okay, wir gehen zurück. Das ist mir doch ein bisschen zu viel Schaden. Spring jetzt hier einen runter. Oha. Jetzt haben wir dich aber auch, Mädchen. Alter, hält die was aus. Aber erwischt. Das ist die Hauptsache.
Nee, ich sehe sie ja nicht. Das ist ja das Problem. Kriegst du es hin, Ada? Kann dir halt kaum helfen. Wie viele Gunner wollen jetzt noch kommen? Ada, du stehst ein bisschen im Weg. Noch ein Gunner, Sergeant. Ist da hinten der Gunner hochkommt oder was hier los? So, ich muss jetzt unbedingt ein bisschen was dagegen essen. Ansonsten habe ich den nächsten riesiges TP-Problem. Ja, die Plasma-Linie da hinten ist mir eigentlich egal. So. Wir müssen halt auch unbedingt schlafen. Unsere Ausdauer ist derzeit nicht die beste. Ah, ich treffe den von hier hinten aus gar nicht. Jedes Mal kriege ich diese blöde Plasmamine ins Lock. So, jetzt müsste ich dich besser treffen können. So. Jetzt hast du keine Chance mehr. Jetzt kriegst du nämlich Dauerfeuer rein. Okay, er ist tot. So, dann wollen wir jetzt hier wieder nach Hause. Also erstmal zur Finch Farm natürlich, bevor wir nach Hause gehen. Und den Gunner nehmen wir uns jetzt hier gerne mal mit. Der mit einem Raketenwerfer auf uns geschossen hatte. Okay. Okay, da hinten wird auch schon wieder geschossen. So, geben wir mal ein Stück Gas. Ach, da hinten steht unser Kollege. Da, ich würde zu gern jetzt was trinken. Ich bin so nervös, ich muss mich gleich übergeben. Na dann mal los. So. Dann wollen wir mal gucken. Wo der Papi ist. Kommst du jetzt mal her? Was zum... Junge, ich hab dir gesagt, Abraham, wenn du dich noch einmal blicken lässt... Ist mein Junge wieder zu Hause? Was? Jake ist wieder da? Was? Sei Dank. Legen wir los. Bitte, ich weiß, dass ich missgebaut habe. Ich dachte, wenn ich bei Ihnen bin, könnte ich Sie davon abhalten, uns zu überfallen. Ich wollte... Ich will niemanden verletzen. Mir egal, was du dachtest. Ich hab gesagt... Abraham Francis Finch, das reicht jetzt. Mama ist... Halt den Mund, Jake. Wenn ich noch ein Wort von euch höre, schält ihr das ganze nächste Jahr Kartoffeln. Seit Jahren streitet ihr euch und ich dachte, ihr könntet eure Probleme vielleicht selbst lösen. Abraham, dein Sohn ist ein erwachsener Mann. Und wenn er sich auch so verhalten soll, behandle ihn nicht mehr wie ein Kind. Jake, dein Vater und ich waren da draußen und wissen, dass es gefährlich ist. Wir möchten nur, dass du bereit bist. So. Das war's. Und wenn ich jetzt noch ein Wort von irgendwem höre, dann... Haben wir genug Kronkorken für neue Stiefel? Warum? Deine sehen doch gar nicht so schlecht aus. Ah!
bin mir sicher, Abraham. Du noch ein paar sie hat recht. Ich war ein Dummkopf. Du trägst ich kann dir gar nicht so genug danken. Hier sind die Kronkorken und ein Bonus, weil du meinem Jungen geholfen hast. Ich finde, du solltest das Schwert behalten. Opa würde sich freuen, wenn er wüsste, dass damit Menschen geholfen wird. Die Dinger machen nur Ärger. Da könnte ich auch gleich barfuß gehen. Jetzt ist die Frage, hatten die hier nicht noch eine Werkbank? Die wir jetzt auch benutzen können. Gut, machen wir erstmal hier Schrott reinliefern. Das hat ja nicht viel gebracht. Wir könnten ja hier auch jetzt erstmal ein bisschen was ausbauen. Ressourcen müssten wir eigentlich genug haben. Oha. Gut, machen wir erstmal hier nochmal schnell, wo haben wir's? Herstellung. Brauchen eigentlich nur was für Waffen und so und haben wir gar nicht mehr und ja. Es ist ein bisschen blöd. Weil die ja auch noch nicht verbunden ist. Ja gut, dann gehen wir erstmal wieder in die Power Armor. Ich möchte die jetzt ungern hier rumstehen lassen. Und damit können wir uns auch wieder ein bisschen bewegen. Heißt, die Finch Farm ist jetzt auf unserer Seite. Wir müssten hier eigentlich auch nochmal aufräumen und dann halt auch ausbauen, weil ja schon Leute hier sind. Gut, dann stellen wir uns jetzt hier drinnen erstmal kurz ab. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.